Ich habe gerade den schlimmsten Anfang einer Präsentation gehört, den ich je gehört habe. Die Frau kam auf die Bühne und sagt: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist ja noch in Ordnung, ja, man kann sich ja freuen, dass man da ist. Als nächstes sagt sie: Ich begrüße alle, die online teilnehmen an den Bildschirmen, und ich begrüße auch die, die hier in Präsenz da sind. Super, ja, kannst du machen, ist schön, ne, alle abzuholen. So, jetzt geht's los, jetzt kommt's. Es kann sein, dass meine Präsentation ein bisschen langweilig ist und dass sie auch pädagogisch angehaucht ist, aber die Informationen sind mir schon wichtig, dass Sie die bekommen. What? Eine Ankündigung, dass eine Präsentation möglicherweise langweilig sein kann? Nein, bitte nicht machen. Was wollte sie machen? Sie wollte wahrscheinlich eine Einwandvorwegnahme machen, also schon mal ankündigen: Naja, es kann ja sein, dass es langweilig wird, aber es ist trotzdem wichtig. Aber du kannst niemals dem Publikum sagen, was es denken soll. Niemals. Und schon gar nicht ankündigen, das könnte jetzt langweilig werden, weil dann bist du überhaupt nicht überzeugt von deiner Präsentation. Überleg dir bitte ganz genau, wie du deine Präsentation startest. Es muss auch nicht immer sein: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Das kann ich nicht mehr hören, vor allem wenn 6 Präsentationen hintereinander gehalten werden. Immer wieder: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich beginne jetzt mit meiner Präsentation. So, und dann geht's los. Nein, mach eine Pause und beginne mit einem Knaller. Und der Knaller sollte nicht sein: Meine Präsentation wird langweilig. Obwohl, wenn du es so sagst, geht es wahrscheinlich auch. Wichtig ist, dass du die Aufmerksamkeit des Publikums von Anfang an dich bindest. Und das machst du, indem du erstmal schweigst. Nicht so lange. 3 Sekunden genügen. Und Achtung bei diesen 3 Sekunden, bitte auch nicht 21, 22, 23. Oh, jetzt darf ich endlich was sagen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Sondern in diesen 3 Sekunden, in denen du den Moment genießt, die Aufmerksamkeit aller zu haben, lasse deinen Blick schweifen über die Anwesenden und denk dir innerlich: Ich werde euch gleich was ganz Besonderes erzählen. Damit hast du eine tolle Ausstrahlung, die vorbereitet auf das, was kommt. Und dann platz raus mit deinem Knaller. 450 Millionen Euro. Irgendwie sowas, irgendwie hauen Knaller raus. Ich bin so gespannt auf deine Kommentare, wie das bei dir funktioniert mit einem Knaller. Und vor allem das Warten vorher, das ist anstrengend. Aber es bringt unglaublich viel. Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren. Ich muss ein bisschen wachsen in meinem YouTube-Kanal, damit ich auch viele, viele Leute erreiche, viele Menschen erreiche, die ein bisschen was wissen wollen über Präsentationen. Mein Name ist Yvonne de Barck. Ich bin Schauspielerin, Trainerin für Körpersprache, Trainerin für digitales und analoges Auftreten. Und ich helfe Menschen, so zu wirken, wie sie wirken wollen, in jedem Moment und in jeder Situation. Vor allem aber im Moment natürlich, wie sie vor der Kamera wirken können, wollen, sollen, wollen meistens. Aber das klappt dann nicht so. Also, bis zum nächsten Mal.